So, grüß euch. Dienstag, 31. August. Gestern auf die Nacht habe ich da noch Schneien angefangen. Käferbarsch. Das werden wir jetzt dann alles aufarbeiten. Die habe ich da oben über die Leine rübergeschmissen. Das zeige ich euch jetzt dann. Und das arbeiten wir jetzt auf und dann fahren wir alles wickern. Da ist er ziemlich allein auf. Ich möchte es probieren, ob ich es ohne Seilwand hinkriege. Weil sie alle da oben geschmissen hat, soll man denken, die wachsen noch dabei bei den Wipfeln, dann zieht man es einfach runter. So, Stützen auf und dann ziehen wir schon an. So, jetzt zeige ich euch das mal, was ich da gestern geschmissen habe. Mir ist leider mein Stativ für Kamera gebrochen. Jetzt müssen wir sie da mit dem Selfie-Stick da mit der Helmhalterung ein wenig bedienen halt. So, es schaut jetzt noch ein bisschen wild aus. Ich habe das da über die Leine alles so gelassen. Aber in 2-3 Stunden schaut es da halbwegs zusammengerammt aus. Aber jetzt alles auf und dann fahre ich einfach rückwärts mit dem Holzwagen da auf über die Leine. Bin ja davon überzeugt, dass das geht. Aber sonst hat er keine Triebachse nicht. Jo. Schau mal, wie das geht. Ob ich da irgendwie mit dem Stecker bei einem Baum machen kann. Und sonst probieren wir es mit der Helmhalterung. Ich habe beim Silvanus jetzt eine so Pfanne Helmhalterung gekauft. Das schaut mir auch nicht so deppert an. So die japanischen Schwerter da, das Tsumura, da kann ich noch gar nichts dazu sagen. Ich habe es in der deutschen Fachzeitung Forst und Technik gelesen. Da haben sie einen Vergleichstest von Schienen gemacht, an Oregon, die originalen Stil, Husqvarna Schienen
Und das da zu Mura Sugihara oder Sugihara, das ist da alles verglichen und getestet worden. Dann habe ich mal geschaut bei den, gibt es ja gerade einen, der Bremer Motorsägenzubehör, was das vertreibt, was das kostet. Ja, es ist viel günstiger wie die originalen Schienen. Oder wie da jetzt zum Beispiel die Rollomatic ES Lite, weil die kostet ja, glaube ich, gute 100 Euro, die Originalschiene. Die kostet, glaube ich, 50, also die Hälfte. Ist aber eigentlich genauso leicht und ja, macht einen guten ersten Eindruck. Aber es wird sich erst in der Paketen und alles ausstellen, wie gut dass das Zeug wirklich ist. Aber es macht einen guten Eindruck. Ich werde es euch sagen, wenn es soweit ist. So, alles aufgearbeitet. Ganz oben noch vielleicht zwei, dreimal wo durchschneiden, aber sonst haben wir alles durchgeschnitten. Okay, ich habe nichts davon, wenn ich die Stillmotorsäge so lobe, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich verstehe das nicht, was da bei für Blödsinn im Internet geredet wird. Dass die eine sauft da so und die andere ist das und da ist das, das ist alles ein Blödsinn. Also ich habe die ganzen Bäume, was da jetzt liegen, habe ich gestern geschmissen mit 1,5 Tankmeter vom Pandora. Mehr habe ich nicht gebraucht. Ja, und jetzt dann. Zuerst habt ihr das mitgekriegt, einmal halt tanken müssen, davor war es nicht ganz voll, ja, soll ich für alles zusammen da jetzt einen 3 Tank gebraucht haben. Das ist nicht der Rede wert. Aber sonst schneidet jetzt ein bald fast jeder Profi mit der Sog. Ja, die Kärntner, die was aber so Husqvarna geil waren, seht ihr selber die Videos, wenn ihr die alle anschaut, sie haben Waldwastel oder so, die schneiden jetzt selber alle damit. Nicht ohne Grund. Das ist einfach derzeit die beste Motorsäge. Gut, dann rahme ich da mal zusammen. Vielleicht zeigt man da ein bisschen Hanglage. Sieht man das? Wahrscheinlich wieder nicht so wirklich. Aber ich habe ja unten auch schon ein bisschen was liegen. Jetzt fahre ich unten fertig, fahre ich an und dann fahre ich das erste Mal raus. Das geht schon, weil ich es auch da. Ja, kann ich auch schon was sagen, das war früher voll in der Ruckrechte. Und also er geht viel besser. Und vielleicht ist bei euch wieder weiter, was sich mit Hydraulik gut auskennt. Jetzt habe ich das interessante Phänomen, er rennt viel ruhiger. Da fährt einmal so gerissen, also gerupft, egal wie schnell oder wie langsam, dass ich die Funksteuerung eingestellt habe, er ist immer so rupfig gewesen. Und jetzt geht er ganz leicht. Also hat es zwei positive Seiten gehabt, dass er besser hebt und dass er ruhiger läuft, also angenehmer zum Fahren ist.
Genau, da herum haben wir Zahnkrant. Jetzt liegt da noch ein Wipfel dran. Da vorne. Da unten liegt da noch einer dran. Und da noch irgendwas. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir da oben kommen, ohne dass ich mal zu Hosen scheiße. Außer es wird eh nicht so arg, aber das sehen wir gleich. Schade, wenn man das aber auf die Videos generell nicht so sieht, wenn es wo gescheit steil ist oder so. Aber wird schon gehen. Fahren wir jetzt so wieder und dann habe ich schon noch aufgeschaffen. Und dann ziehe ich die Wipfeln dann raus. Dann muss ich das noch ausliefern, das Holz. Also das möchte auch der Bauer zugestellt haben zu ihrem Heim, weil es immer Käferholz ist und er sagt, er will ja keine Konflikte mit den Waldnachbarn da, er will nicht, dass das da herumgelagert wird. Jetzt fahren wir es halt zu ihrem Heim. Streckbremsen. Die meisten Lohnbetriebe der Lohnunternehmer haben bei einem Traktor eine Streckbremse dran. Ich wollte mir es bei denen einbauen lassen, dann hat es geheißen, brauchst du nicht, der hat das ab Serie. Aber beim New Holland gibt es nicht, das ist nur beim Steirand, beim Case ab Serie. Das ist gewaltig. Ich sage es gerade, wenn man gerade der Rückgewogen hat und Vollgas angeschoben hat, dass man auch schon ein wenig Draht hat. Jetzt drücke ich da gerade auf den Originalknopf. Das zeige ich jetzt so gleich beim Handen an, was das für einer ist. Also, und es funktioniert auch. Es ist cool. So, das ist, ich gucke da auf den Joystick, vorwärts, rückwärts. Genauso wie da das Power-Shutter. Und wenn ich da jetzt unter dem Fahren auf den Vorwärtsknopf drauf bleibe, kommt das Zeichen da, die Welle da, an der Sechs. Das bedeutet gestrickte Bremse. Das ist super. Das haben sie wirklich wieder. Ich bin einfach begeistert von dem Traktor. Das ist einfach durchdacht. So, ich muss dann noch zweimal liefern fahren. Jetzt mache ich das so. Ich lohne das jetzt dann einmal kurz an und sortiere es noch verkaufbares Holz und Brennholz. Das ist sicher das Gescheiter. Das ist ein kleiner Lagerplatz. Dann schmeißen wir es jetzt kurz her und so die ist von unten noch Blockholz und Brennholz. Dann fahre ich es zweimal getrennt runter zu ihrem Heim.
Sticky zu. Fertig da. Das Zeug holt sich dann noch ein anderer Bauer, das hat er ihm geschenkt, soweit ich weiß. Und da rauf habe ich schön alles rausgeputzt. Jetzt muss ich da noch mal raufgreifen, weil man einen Kanister umvergessen hat. Und passt.